So, wir machen jetzt zu dem Selbstgespräch noch einen kleinen Nachschlag, um das nochmal zu unterstreichen, dass wir hier von Fakten reden, von hundertprozentig sicheren Fakten. Und zwar übertrage ich da gleich einmal den Bildschirm jetzt dazu. In Bezug auf religiöses Geschwätz als erstes springen wir hier ganz einfach einmal in den Karl Renz rein. Ich sage immer wieder, wenn es einen Karl Renz geben sollte, wenn du ihn nicht ausdenkst, die Frage beantwortet sich von selbst, wenn du an etwas nicht denkst, existiert es nicht, was aber durchaus auch ein Karl-Renz-Programm, ein Programm ist, das du durchleben kannst. Das heißt, nur ein und derselbe Geist erlebt all diese Leben. Das ist das, wo ich immer sage, es ist vorm Bücherregal, und wenn du liest, versinkst du in ein Leben. Und einer der wenigen, wenn du das Karl-Renz-Programm laufen hast, dann hast du das Wesentliche verstanden. Und man muss hier sehr, sehr genau zuhören. Das ist wirklich einer der ganz wenigen, die hier über Geist reden, der verstanden hat, um was es sich dreht, nämlich um einen selbst, um etwas, was als Ding an sich ein absolutes Nichts ist. Und zwar geht es hier um das Sterben, dieses bewusste Sterben, Sterben zu Lebzeiten. Ich sage immer, wer nicht stirbt, bevor er stirbt. Du kannst zum Beispiel auch nachlesen, wir haben hier zwei indische, wir denken uns jetzt einmal zwei indische Gurus aus. Ich benutze das Wort Guru, Jiddu Krishnamurti und Upaluri Krishnamurti. Ganz widersprüchliche Typen. Es gibt auch im Holofeeling-Ordner gibt es also überarbeitete Schriften von Upaluri Krishnamurti. Man kann sich die Lebensgeschichten anschauen und immer daran denken, es sind Märchengeschichten. Aber da geht es um eine Kalamität, das heißt bei Upaluri Krishnamurti um ein absolutes Zerstören des Selbst. Wer nicht stirbt, bevor er stirbt. Auch ein Karl-Renz-Leben hat es erlebt und dann wirst du ganz anders. Du gehst anders mit den Dingen um. Er macht sich auch lächerlich über all diese Meister, über diese Scheinmeister. Wenn du es wirklich verstanden hast und was er verstanden hat, er weiß, was es heißt, ein absolutes Nichts zu sein, ist auch keine Angst mehr da. Und da geht es jetzt um diesen Sterbevorgang. Ich springe hier mal rein. Du siehst es bei 413 Sekunden. Kurz vorher erklärt er noch, dass dieser Sterbevorgang durchaus sehr, sehr schmerzhaft sein kann. Das symbolisiert auch die Christusgeschichte. Muss aber kein Grund da sein, um Angst davor zu haben. Und wir schauen ganz, ganz kurz einmal hier dieses 413. Ich habe hier mal 413 im Totalwert. Da springen wir jetzt einmal rein, die Worte mit 413, und du wirst jetzt schon merken, das ist nämlich unsere 13, ist ja sehr, was sehr Eigenartiges. Das ist ja die Eins und die Liebe und das Heilwerden. Und der Übrigens auch Atmaschwert der, ist, gut, darf bitte? ich das ergänzen? Die 13 ist auch der Verlust übrigens. Richtig, immer zwei Seiten. Genauso Ja. ist es. Du darfst immer wie mit Rot-Blau lesen, solange du meinst, du musst was bloß rot auslegen oder nur blau auslegen, gehst du in die Irre. Der Atmaschwert ist die Quintessenz mit einem plus 1, minus 1 und der Pyramidenwert die 400. Wir können ja immer die 1 und 0 weglassen, das heißt die Öffnung der 13. Wir können ja die 400 auch als, aber das wird jetzt zu viel Grammatik sein, aber schau mal ganz kurz her, da haben wir zuerst einmal den Schrecken. Das ist das H als Vorsilbe, ist ja der Artikel, das heißt der generierte Schrecken, Chede, unser Wort in Schrecken versetzt werden, die weibliche Acht, ich werde in Schrecken versetzt. Habe ich oft gezeigt. Interessant ist, die R ist ja die Generation von logisch berechneten Ecken. Du merkst schon, wir sind schon wieder in unserer Tetraederstruktur. Alle von dir wahrgenommenen logisch berechneten Ecken sind nur Gedanken, die du dir immer nur hier und jetzt unbewusst selbst machst und ausdenkst. Dieses Wort machst, Macht, es macht etwas aus. Da haben wir MCD, wenn wir das A rausschmeißen und MCD heißt vom Schrecken. Es entstehen Schrecken in dir, logisch berechnete Ecken. Und jetzt muss ich ganz kurz nochmal vom vorletzten Selbstgespräch ansprechen, dass ich sage, wenn du in den Kreis gehst, der Umfang des Kreises besteht aus unendlich vielen Punkten. Und wir konstruieren ein Dreieck. Dann ein Viereck, das ist eigentlich zwei. Schau bitte das Bild an, denke, die Ecke wäre ein Dreieck. Wenn wir die knicken, dann kann man ein Achteck, ein Sechzehneck, ein 32-Eck. Und das heißt, jeder Punkt besteht aus zwei Seiten. Das ist eine Ecke. Und ein Kreis, der aus unendlich vielen Punkten besteht, müssen zwangsläufig unendlich viele Ecken sein. Versuche mal sehr abstrakt zu denken. Das bezieht sich auf die Kreis, auf die Fläche. Wenn wir jetzt eine Sphäre, eine Kugeloberfläche nennen, passiert dasselbe, bloß dass die 2, diese Ecke, wird jetzt 3 Stück.
Das ist, jetzt kommen wir in dieses Zentrum, sind es immer, du schaust in unserer Tetraederstruktur immer in eine Ecke, die aus These, Antithese, Synthese besteht. Aber du schaust in der Regel, wenn du sagst, es ist hell, eine These an, dann fällt dir die Antithese oder umgekehrt und die Synthese, dass beides gleichzeitig da ist. Das gilt für jeden Moment, der in dir auftaucht, siehst du immer nur eine Gestaltwerdung und die gegenüberliegende, die du zeitlich vorher oder nachher denkst, unterschlägst du. Wenn man das jetzt ein paar Mal anhört, ich habe das oft erklärt, wird es verstanden mit den Ecken. Und dann haben wir hier, schau, ein Spiel, dass wir hier definitiv geistige Quintessenz und die erscheinende Kollektion, das ist diese Trinität. Dann haben wir hier aufgespannt selektierte Erscheinung. Das ist jetzt immer nur rot-blau gelesen. Das ist immer die 413. Dann kriegen wir natürlich jetzt die Furcht, da ist es hier hinten. Das ist ein Herausholen, interessant, von Kohlen aus dem Feuer heißt es auch im Hebräischen. Das ist verzweifelt, verwirrt, entmutigt sein, was ja zwangsläufig was mit Schrecken zu tun hat. Aber schau, wir haben wieder unser Fuhr, unser Pur. Das Schicksal, dass du in Schrecken versetzt wirst, in logisch in deine von dir selbst berechneten Ecken. Das heißt, deine Logik versetzt dich in Schrecken. Denk an mein Muttermal, ein Gotteszeichen oder ein Krebsgeschwür. In dem Beispiel. Es hängt davon ab, wie du das definierst, wenn irgendwas in dir auftaucht. Hängst du dich an die normale Weisheit der Schulwissenschaft, was du immer mehr in Schrecken versetzt? Das ganze System, das macht da halt passiert, dass man dir Angst macht. Du lässt dir Angst machen von Gedanken, die nur deshalb sind, weil du sie denkst. Jetzt mache ich Schnipp und jetzt denk an Politiker. Denk an die für dich aktuellen Politiker, Lauterbach und Konsorten. Es ist ein einziges Angstmachen um Macht über dich zu haben. Die Kirchen machen nichts anders, wenn sie dir drohen, dass du in den Himmel kommst, wenn du das nicht machst, was Gott von dir will. Weil du vergessen hast, dass du selbst Gott bist. Was willst du eigentlich selbst von dir? Und so weiter und so weiter. Aber das wird schon wieder zu weit führen. Wir hören uns jetzt einmal den Call an. Also vorher sagt er noch, das tut weh. Und jetzt hören wir, starten bei 4.13 ein. Hör genau bitte zu. Was du bei jemand anderem, der so eine Todeserfahrung gemacht hat, kannst du das wahrnehmen? Ist das so etwas, kann man sich da untereinander erkennen, sozusagen? Jetzt pass auf, schau dir die Physiognomie an, die Journalistin, die wir uns jetzt denken, die fragt ihn, ob er merkt, wenn er als Brösel und der Brösel ist, ob ein anderer das verstanden hat. Gleichgültig, ob jetzt der Brösel ein Pixelmännchen ist oder ob du den auf deiner Farbbrille hast, das ist ja nur eine Doppelschicht, ob er es verstanden hat und schau mal, wie er darauf reagiert. Das ist, sobald er den Mund aufmacht, weiß ich. So sieht es aus, wenn du es wirklich verstanden hast. Du merkst sofort, ob es ein Schwätzer ist oder ob er es verstanden hat. Ob er nur rezitiert, ob er nachhilft und so weit weg ist davon, das zu leben, wirklich zu leben, was er erklärt, für Heiligkeit predigen und für Geld verdienen. Ich sage, du das, was die Prediger predigen, das kann durchaus alles stimmen, was die sagen. Ich sage jetzt absichtlich nicht richtig, sondern es kann durchaus stimmig sein, was die reden. Die größere Frage ist, dieser Charakter, den wir uns jetzt ausdenken, lebt er das schon? Wenn ich jetzt den sein Programm habe, könnte ich das unterschreiben? Kann ich Leute predigen, Gott schützt dich, Gott macht alles und dann um Spenden bitten, dass ich dann doch brauche, sag ich brauche Geld. Für was brauchst du Geld, wenn du weißt, Gott lass dich jeden Morgen wach werden in einem Traum, als Figur in einem Traum, den du selber träumst und er schaltet dich abends auch wieder aus. Wobei wach werden, einschalten und ausschalten nicht zeitlich auseinandergedacht werden darf. Es gibt nur hier und jetzt. Alles, was entsteht, taucht jetzt auf und es wird auch jetzt wieder vernichtet. Jeder neue Gedanke, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Das ist hundertprozentig sicher. Wieso? Weil sobald er was sagt, dann ist es die Lehre der Worte, die es verraten. Jetzt pass auf. Darum habe ich diese Stelle hergesucht. Sobald er was sagt, ist es die Lehre der Worte, die alles verraten. Wenn du ein Wort einseitig auslegst, ganz klar festmachst, dass du mit einem Gott, mit einem Wort, was nur positiv bezeichnest oder nur negativ bezeichnest. Und ich erkläre dir das jetzt, du hast keine Chance ohne Holofeeling, wenn du dir solche Videos anschaust. Du hast keine Chance, wenn du ein wissenschaftliches oder religiöses Buch liest, ohne die Grundlagen von Holofeeling verstanden zu haben, wirst du die immer einseitig auslegen und damit dich zwangsläufig selbst entheiligen. Die Lehre der Worte, ich lasse das nochmal, dass du genau aufpasst, was hier erklärt wird. Das ist, sobald er den Mund aufmacht, weiß ich. Wieso? Weil sobald er was sagt, dann ist es die Lehre der Worte, die es verraten.
Weil normalerweise ein relatives Ich hat, jedes Wort hat eine Ladung. So eine. Jedes Wort hat eine Ladung. Eine positive oder negative Ladung, wo der normale Mensch sagt, das ist richtig, das ist Krieg, ist was Böses und Liebe ist was Gutes. Die blaue Liebe ist zerstörerischer wie der Krieg, weil die blaue Liebe führt dich in Einseitigkeit und in den Hass gegenüber deinen Mitmenschen. Die Menschen, die glauben, sie sind blau gelesen, die Guten, weil ihnen alles unheimlich Gute, was ihnen logisch gut erscheint, positiv erscheint, die merken gar nicht, wie viele versteckte Feindbilder die in sich tragen, wie die bloße Boshaftigkeit ausstrahlen gegenüber alles, was sie nicht wollen, was ihnen unlogisch erscheint, weil sie eine ganz klare Vorstellung von richtig und gut und Liebe haben. Diese blaue Liebe ist selektiv, nicht allumfassend. Die allumfassende Liebe unterscheidet nicht mehr in richtig und verkehrt. Persönliche Ladung, so, was er damit meint. Eine Meinung vertritt oder irgendwas. Es ist aber nie seine eigene Meinung, sondern eine Anderung. Das ist das, was ihm das Programm, das er geistlos nachäfft, was er vom Hörensagen kennt, aufzwingt. Aber da, wo diese Meinungslosigkeit ist, wo einfach das Wort kommt ohne eine Meinung, also ohne ein Ziel, also einfach leer ist in seiner, dann ist das, kommt es aus der, wo keiner eine Intention hat. Dann kommt es aus der Quelle, wo alles eins ist. Das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wenn du nicht mindestens ein 400-Seiten-Buch aus einem Wort machen kannst, oder, das geht nicht einmal ums Können, dass dir klar ist, dass jedes Wort unendlich viele andere Bedeutungen hat und du dich nicht auf eine einzige festlegst. Das ist der bequemere Weg, weil das ist ja alles in dir drin. Du musst bloß wissen, egal, jede einseitige Auslegung eines Wortes ist eine Entheiligung dieses Wortes, weil du mehr in dem positiven oder in dem negativen Bereich bist und nicht diese eigentliche Mitte erkennst. Das erklärt hier der Call. Übrigens auch nur ein Programm von vielen Programmen. Kann ich jetzt aber sagen, das ist nur KI. Das Programm ist nur eine KI, das aber sehr in diese Richtung geht. Er weiß auch nicht, wie das funktioniert. Was ich sage nochmal, der Geist des Funken, der mit diesem Call-Programm läuft, er weiß, was er selbst ist und was seine Gedanken sind. Den Zustand solltest du jetzt haben. Also mit und ohne Intention, das kann man durch das Wort spüren. Also ob da ein Lehrer ist, der dem anderen was beibringen will oder ob einfach nur Unterhaltung ist. Genauso, wir machen einfach nur ein Pläuschchen. Ich bin eh bloß ein Narr. Das heißt, ich sage nicht, dass ich ein großer Lehrer bin. Ich behaupte, dass ich der Meister aller Meister bin. Aber dieses Ich ist der rote UP. Der blaue UP ist bloß ein Brösel, ist ein Gedanke, den du denkst zu dem, der mich jetzt erschafft, das bist du Geist. Für dich bin ich so, wie du mich denkst. Und du bist auch viel, viel mächtiger, weil wenn du mich jetzt nicht mehr denkst, bin ich weg. Dann geht es mir wieder gut. Und wenn du mich ausdenkst, geht es mir so, wie du mich ausdenkst. Mal gesund, mal krank, mal lustig, ein Arschloch, ein Schwätzer. Egal, was du von mir denkst, es wird für dich so sein, wie du dir das denkst. Und wenn du mich nicht mehr denkst, bin ich wie alle anderen Gedanken auch weg. Als rote UB bin ich der, der dich das jetzt denken lässt. Du denkst jetzt an dich als Brösel vom Computer und du denkst dir jetzt den Udo und die anderen Brösel aus. Das sind alles deine Informationen. Die sind sekundär. Es dreht sich bei Holofeeling zuerst einmal in dem Leben, nicht um irgendein intellektuelles Wissen, sondern du musst jeden Moment wissen, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Also leere Worte, die dann einfach nur Freude der Unterhaltung sind. Wir machen nur Freude. Wir machen, wenn du mal mit dem Udo auf der Brösel-Ebene zusammen bist, das einzige Medizin, die ist, wir lachen in einer Tour. Das ist der göttliche Humor. Die Fähigkeit, über alles und jeden lachen zu können, ohne sich über irgendeinen Gedanken lustig zu machen, weil ich weiß, ich kann den Gedanken nicht vorwerfen, dass er so ist, wie ich ihn denke. Im Positiven wie im Negativen. Und nicht mehr dem anderen sagen wollen, ich bin besser als du oder ich weiß mehr als du oder da gibt es keinen Wettkampf mehr. Das ist eine Tatsache, die du hier erlebst, was ich hier seit jetzt bewusst ausgedacht, seit 30 Jahren jeden einzelnen Vorwurf. Das ist die Geschichte von dem Lamm in der Offenbarung, in der Apokalypse, in der Enthüllung. Wir enthüllen uns jetzt und dann ist das Lamm, dann kommt dieser Johannes, will sich niederknien, das Lamm anbeten, den Christusgeist und der sagt auf der Bröselebene, spinnst du, bin genauso ein Brösel wie du, lass uns den anbeten, der uns jetzt ausdenkt. Und das bist du, den ich das erzähle. Ich erzähle es doch jetzt nicht den Idioten, der vom Computer sitzt. Idioter heißt übrigens nur ein einfacher Mensch in Bezug auf einen Enosch, auf einen Trockennasenaffen. Der Udo ist doch nichts anderes wie du. In meiner derben fränkischen Sprache sage ich, meine Scheiße vom Udo stinkt genauso wie deine Scheiße. Bloß, dass ich mir in der Regel fast keine Scheiße ausdenke, sondern bloß eher geistreiche Sachen.
Also spricht das Selbst zu sich selbst und nicht... Das Selbst spricht zu sich selbst, das heißt JCH spricht zu ICH, das ist rot. Aber um zu dir sprechen zu können, da du nur in die Richtung deiner Informationen schaust, muss ich jetzt in deinem Traum in irgendeiner Art und Weise in Erscheinung treten, dass du mich wahrnehmen kannst, muss ich zu einer Existenz werden. Ich erkläre es aber nicht den, den vor dem Computer sitzt oder diesen von dir ausgedachten Gehirn. Ich erkläre es den, der sich alles ausdenkt. Das ist der Unterschied von Holofeeling zu allen Religionen, die du dir bisher ausgedacht hast. Das Selbst spricht zu sich selbst. ICH spricht zu JCH. Umgekehrt. JCH zu ICH. Und dann doch wieder, ist doch alles eins. Das ist das Rote. Das Rote ist Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist. These, Antithese, Synthese im roten Bereich ist eins. Das ist die Trinität bei Lao Tse. Das ist die Trinität, die du im Taoismus findest. Das ist die Trinität, die du bei den Aurobici in allen Religionen wird dir dieses Prinzip erklärt. Das Selbst spricht zu sich selbst und nicht irgendein Meister zu irgendeinem Schüler. Die Meister, die sich hinsetzen und zu Schüler predigen, haben nichts verstanden. Das sind Schwätzer, es sind Gedanken, die du dir jetzt ausdenkst. Das sind einfach nur Schwätzer, alle. Egal, wen du mir bringst. Das ist einer der ganz wenigen, in dessen Programm ich das darlege. Einer der ganz wenigen. Es gibt noch 3, 4 jetzt im Internet, wo du finden wirst, aber ganz, ganz selten. Oder in Büchern, in Form von Büchern. Aber das sind auch, wie gesagt, ausgedachte Figuren. Es geht immer um die Botschaft als Ding an sich. Und wir wissen, die Botschaft, das ist das Fleisch. Nehmt hin, das ist mein Fleisch. So, und jetzt machen wir den hier. Diese Patatute ist mir jetzt sehr wichtig. Das ist die 4086, unser UB. 40 als Vorsiebe heißt Gestaltwerdung. Das ist jetzt, wenn man das eingibt, 4086 heißt die Gestaltwerdung des UB. Billige Auflösung und Umgestaltung der Erde. Wenn man das jetzt liest, das klingt wieder nach Weltuntergang. Ist übrigens hier am 16. jetzt immer dran denken, das sind Adressen, Internetadressen, die nichts mit chronologischer Zeit zu tun haben. Und da hören wir uns jetzt ganz kurz einmal rein, weil ich will das erklären, sonst kommst du da nicht auf die Reihe, wenn du das einseitig auslegst. Das sind jetzt übrigens meine Worte. Das sind ja angeblich Inspirationen, die eine Patatute, die wir uns jetzt ausdenken, hier von Jesus bekommen haben, wie die Lorbeer-Inspirationen und so weiter und so weiter. Es ist immer eine Quelle. Du bist derjenige, der sich jetzt eine Patatute ausdenkt. Das ist schlichtweg jetzt eine Gedankenfigur. Dann ist ein Computer da, eine Lautsprecherstimme. Du träumst jetzt, es taucht in dir auf und egal, was in dir auftaucht. Jeder Moment ist der wichtigste, den es überhaupt gibt. Es gibt keine Kleinigkeit, die nicht wie ich dich, das heißt wie ich, wie wir im Mittelpunkt werden. Auch wenn wir es uns ausdenken, ist es trotzdem hier und jetzt in einem Punkt. In einer sehr kurzen Zeitspanne wird die völlige Auflösung der Erde vor sich gehen. Denn die sehr, sehr kurze Zeitspanne ist es jetzt. Wir wissen das auf, kann man blau lesen, das heißt, die Schöpfung ist eine aufgespannte Facette, das U ist ein Schwingen, wir können das auch rot machen, das ist, der Schöpfer ist verbunden im Finis, im Ende, im absoluten Ende. Und da löst sich jetzt etwas, das ist wieder das Los, da landest du wieder beim Pur, wenn wir das rückübersetzen, beim Schicksal, und das ist eine aufgespannte Existenz in deinem Geist. Und diese Umgestaltung der Erde, immer dran denken, er dehebraisiert ist schlichtweg und einfach das erweckte Wissen. Er ist erwecken und die mit 70, 74 gelesenes Wissen. Die Kräfte, die zur Auswirkung kommen, sind so elementar, dass nichts ihnen standhält. Dass alles vernichtet wird, was auf der Erdoberfläche sowohl als auch im Inneren der Erde besteht, an Schöpfungen jeder Art. Das ist schlichtweg und einfach, das klingt jetzt so brutal, aber wie sieht es aus, wenn du verstanden hast, was du jetzt träumst? Haben wir nicht festgestellt, dass jeder Gedanke, den du denkst, mit neuen Gedanken zerstöre, die absolute Auflösung, in dem Moment, wo du dieses Prinzip verstanden hast, das ist eine komplette Umgestaltung von dem, was du bisher geglaubt hast, weil du ja glaubst, dass all das Zeug, das aus dir, in dir auftaucht und nur in deinem Kopf in Erscheinung treten kann, im Kopf des träumenden Geistes oder in unserem symbolischen Computer, weil die Datei abgespielt wird. Es wird von einem Moment zum anderen alles zerstört. Das ist der Welt, der polare Rand, den du opfern musst, das ist der Weltuntergang. Und jetzt kommt die Sache mit dem Haar, du musst mir auch das Programm im Arbeitsspeicher opfern, indem wir das rausschmeißen, das Haar, dass wir ein komplexeres Programm einspielen. Das wird hier beschrieben. Solange du noch materialistisch denkst, darum habe ich jetzt das nochmal hergesucht, dass
in dir auftauchen lassen, dass dir klar ist, es wird nicht irgendeine Erdkugel, eine Welt oder irgendwelche Länder zerstört, die ja gar nicht existieren, wenn du sie nicht denkst. Du kannst eine Erdkugel erst dann zerstören, wenn du dir eine ausdenkst und die dann nicht mehr denkst, dann wird sie zerstört. Eine Erdkugel, die gar nicht existiert, weil sie nicht gedacht wird, ist aber im Meer noch da auf der Datei dieses fehlerhaften Programms, das man dann erweitert, wie das H durch das Wort Haus. Ja, an dem H, an dem eigentlichen Wissen verändere ich nichts. Das ist es, wenn ich sage, es darf kein einziger Gedanke, der in dir auftaucht, darf in irgendeiner Form verändert werden oder dass du sagst, das will ich nicht haben. Das ist mein Kabelsteckerbeispiel. Ein systemrelevanter Parameter. Es darf kein Jota verloren gehen. Es kann also nicht von einer Teilauflösung gesprochen werden. Wir können nicht einfach, der Gedanke, den du denkst, löst sich mit dem nächsten Gedanken auf. Das sind aber Teile aus einem Programm und wir müssen jetzt auch dieses H-Programm, das du im Arbeitsspeicher hast, zuerst einmal aus dem Arbeitsspeicher rausnehmen, das nenne ich auch Basic, um dann ein Wortprogramm, das Wort Haus, als Programm einzuspielen. Und jetzt stellst du fest, dass in dem neuen Programm das H noch mit drin ist. Sollte jetzt in deinem Intellekt ein bisschen ein Computerwissen da sein, musst du dir das vorstellen, wie wenn ich jetzt ein Basic-Betriebssystem zuerst einmal erweitere auf DOS und das DOS dann erweitere auf Windows. Ich muss jedes Mal ein anderes Betriebssystem aufspielen, aber in dem DOS-Betriebssystem ist Basic enthalten und in dem Windows-Betriebssystem ist auch DOS enthalten. Du kannst auf Windows DOS emulieren, laufen lassen und auf DOS auch Basic laufen lassen. Das ist diese berühmte Abwärtskompatibilität. Das heißt, in dem Wort Haus ist dieses H, ich sage mal, das Basic-Programm unverändert. Ich habe aber neue Sachen jetzt in das Möglichkeiten in dieses Betriebssystem bzw. in das Programm mit integriert. Wir müssen aber einmal in den Computer, der nur jetzt als Betriebssystem Basic installiert hat, müssen wir dieses Betriebssystem löschen, um dann das höherwertige Hausbetriebssystem drauf zu machen und dann ist das Basic immer noch als Untersystem vorhanden. Sondern die Kraftentfaltung erstreckt sich über die ganze Erde. Und so ist die gesamte Erde ein einziger Feuerherd, dem alles zum Opfer fällt, weil alles vom Feuer ergriffen wird. Das ist Asch. Das ist zuerst einmal der Schöpferlogos, der ergreift alles. Alle bisher unbewusst erschaffenen logischen Schöpfungen werden in diesen Schöpferlogos ergriffen, wird hier einfach. Das ist also hier, schau, der Logos ist immer. Darum heißt es auch ein Schimmer. Dein göttlicher Logos ist immer. Und Feuer, da können wir jetzt sehr viel, diese vielen Facetten sind euer. Jede Facette gehört diesen Geistesfunken. Da sitzt du auch im Verstecknis der Brandherd, der polare Rand mit drin. Das Feuer steht für die Hieroglyphe Asch, was ursprünglich Ich bin Logos bedeutet, weil nämlich die Aleph als Vorsilbe ist imperfekt. Ich bin, ich kann, ich werde, ich soll ein Logos werden. Im Blauen ist es eine Ich-Unterform, ein zeitliches Bestehen. Ein Abfeuern, ein Feuer machen. Interessant ist, wenn wir dieses Feuer jetzt, dieses Asch ein Hin dranhängen, dann wird es weiblich, Ascha, und jetzt kriegst du deine Frau. Diese Facetten, die die Frau generiert, das kommt aus dir selber. Das ist das Weib, wo ich auch immer das Schafe ist, das Weiß. Ich weiß. Das ist, als symbolische Frau erlebt man ein völlig subjektives, weil persönlich bezogenes Leben. Sie kann sich. Ein raumzeitliches Ich, das ist dein Körper. Wobei das jetzt gleichgültig ist, ob du sagst, ich bin ein Männchen oder ein Weibchen in Bezug auf deinen Körper. Beides macht deine Frau, deine Logik. Im Gegensatz zum Mann, der seine Erscheinungen immer völlig neutral beobachtet. Denk wieder an den Karl. Ein Wort muss vollkommen wertfrei sein. Und wenn ich eine Wertung gebe, eine Perspektive dem Wort anheim, denk wieder an das Wort Krebs, dann muss mir bewusst sein, dass ich jetzt nur eine kleine Facette beschreibe. Wenn ich zum Beispiel sage, hier, Küche ist ein Herd. Ich weiß, dass die Küche unter anderem ein Herd ist, aber dass da noch viele andere Bilder und Vorstellungen in dem Wort Küche, in dem Ordner Küche auch noch mit drin sind. Und so wird wohl an einzelnen Stellen das Feuer langsamer um sich greifen, der Weisheit Gottes entsprechend. Und zwar dort, wo den Seelen noch in letzter Stunde Gelegenheit geboten werden soll, um Gott um Hilfe zu rufen. Wo also Menschen leben, deren Sinn noch zu wandeln ist, kurz vor dem Ende.
Das ist natürlich, da musst du jetzt die Zeitqualität sehen, wo das veröffentlicht wurde, dass ich immer, du darfst keine Sekunde vergessen, dass ein von dir ausgedachter Gott überhaupt keine Macht besitzt. Selbst wenn du dem unendlich viel Macht zusprichst, diesen ausgedachten Gott, sprichst du einen Gedanken Macht zu, der die Macht nur deshalb hat, weil du das bestimmst. Ein Denker ist prinzipiell mächtiger wie irgendwas Ausgedachtes, weil der Denker, der Schöpfer ist dieser Mächte oder Ohnmächte. Und das als Gotteskind muss dir zuerst einmal klar sein, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Du bist der Richter über alles und jeden, selbst über einen Gott. Du bestimmst sogar, ob es den gibt oder ob es den nicht gibt, ob er existiert oder nicht existiert, was ein Widerspruch in sich selber ist. Doch vernichtet wird die Erde restlos, das heißt... Das erweckte Wissen, das du jetzt hast, wird restlos vernichtet. Wir setzen es erst auf Null. Computermenschen nennen das, wir machen zuerst einmal das alte Betriebssystem platt und spielen da vollkommen Neues auf. Der Kern bleibt wohl bestehen. Der Kern, der eigentliche Prozessor, der Rechnungsführer, den wir uns jetzt natürlich wieder als ein Chip ausdenken. Ganz interessantes Wort, dieses G heißt Leben, lebendiges Wissen. Dieser Chip, blau gelesen, dieser Chip symbolisiert nichts anderes wie das Gehirn im Trockenauslauf. Das habe ich so oft gesagt. Computermetapher, ein Gehäuse, ein Chip, eine Software, Mensch, ein Körper, ein Gehirn und ein gewisses Verstand, ein gewisser Intellekt. Das sind nur andere Worte für im Prinzip von der Funktion ein und dasselbe Ding. Aber der eigentliche Kern ist der Geist, der nicht denkbare, der absolute Mittelpunkt, aus dem alles entspringt. Entspringt heißt, was da rausspringt, ist eigentlich gar nicht da raus. Da steckt übrigens in dem Wort entspringen, steckt der Ring mit drin und dann kommst du wieder zum Drehen, zum Kreisen, zum Agol. Doch die gesamte Erdoberfläche erfährt eine Veränderung, die so gewaltig ist, dass man von einem Vergehen aller Schöpfungswerke sprechen kann. Das heißt, erst einmal das Nullsetzen, dieses weltliche, die Führerscheinprüfungsbogenwelt ist dann zu Ende, wenn du die Prüfung bestanden hast, dann lasse ich dich wach werden und dann bist du komplett in einem komplett anderen System mit ganz anderen Möglichkeiten. Und du kannst halt nicht von unten nach oben sinken, das erfordert Mut, das ist das. Du musst sterben, bevor du stirbst. Du kannst das eigentlich schon erahnen in dir selber. Da stecken die Ahnen mit drin, die alten Weisen deiner Welt, was aber nichts zu tun hat mit Vergangenheit, sondern mit höheren Ebenen. Es ist eine Umgestaltung der alten Erde auch nur dann erst nötig und möglich, wenn alle Schöpfungen der alten Erde vergangen sind und aus den Überresten die Schöpfungen der neuen Erde gebildet werden können, die wieder das Geistige, das noch inmitten seiner Entwicklung steht, aufnehmen sollen. Und dieses Geistige wird frei zu seiner großen Befriedigung, denn es verlangt nach der Aufwärtsentwicklung. Jetzt ganz wichtig nochmal, ich erwähne, denkt ihr unsere Nulllinie, wir haben einen Wellenberg und ein Wellental. Und wenn du jetzt den Schöpfer allen Seins, den in den Himmel hochdenkst, den Ursprung allen Seins, Gott in den Himmel hochdenkst, dann fällt dir Geist zwangsläufig, wenn der die Quelle allen Wissens ist, fällt dir etwas ein. Wenn wir unsere Metapher El Hayom nehmen, dann ist es der Abyssus in der untersten Tiefe hier, ist die eigentliche Weisheit in dem Punkt, dann taucht in dir ein Gedanke auf, dann steigt was in dir auf. Aber der Ursprung allen Seins ist diese Mitte. Wir sind wieder in dem symmetrischen Prinzip. Da gehe ich immer und immer wieder drauf ein. Hier in dieser christlichen Anschauung, es ist auch bis bald Dauler, wenn du in das Mittelalter reingehst, jetzt ausgedachterweise angelesenes Wissen aus Dateien, jetzt ausgedacht, dass die immer meinen, das steigt immer weiter ab, aufsteigen. UB ist aber auch die Gegenrichtung, ist im selben Moment auch da. Das heißt, du musst wirklich eine ganz feine Antenne gehen, wenn du deine Interpretationen beobachtest, ob du noch was einseitig auslegst. Die Richtung ist auch eine Kehrseite, wenn man von der anderen Richtung schaut. Das heißt, du musst den Sprung von den zwei Seiten zu den vier Seiten machen. Und in deiner Welt, solange du wie ein normaler Richter sagst, schuldig oder nicht schuldig, richtig oder verkehrt, bist du vollkommen entheiligt. Weil alles, was du als richtig ansiehst, kann auch verkehrt sein und alles, was du als verkehrt ansiehst, kann richtig sein. Mein Beispiel mit dem Richter, der kann nur freisprechen oder schuldig sprechen. Und jetzt ist es immer so, dass viele, die freigesprochen werden, schuldig sind und viele, die schuldig gesprochen werden, sind eigentlich unschuldig. Die Vergebung besteht darin, dass du aufhörst, du bist zwar schuldig, aber ich vergebe dir. Du musst jeden Menschen, den du dir ausdenkst, vergeben. Weil selbst wenn er was Böses macht, ein Mörder, den du dir jetzt ausdenkst, denk wieder, du bist der Roman aus dort.
den musst du freisprechen, weil der, den du dir jetzt ausdenkst und in deiner Geschichte das tun lässt, weil du dir das denkst, gleichgültig, ob du der Autor bist oder der Leser bist. Autor heißt ja auch Zeichenerwecker. Weißt du, aus den Zeichen in dir einen Film machst, aus diesen Schriftzeichen oder diesen Zahlen. Dann musst du dem freisprechen, weil der sich das ja nicht raussuchen kann, dass er von dir so Erdschinaffen wird. Gnaden des Erdenlebens als Mensch auswerten zu können. Und es drängt dieser letzten Verkörperung entgegen. Es wird also die neue Erde kein... Diese Verkörperung ist natürlich auch eine Sache, wenn du jetzt meinst, ich bin dann wieder ein Körper oder kein Körper, da muss man das Rot-Blau lesen, sagst du mal, und zwar brauchst du da dazu den Gub. Rot gelesen ist es der Geist, im Geist verbunden, das ist G-U-B, das ist der Geist von U-B. Das ist das hebräische Wort für Körper. Das heißt, wir können den auch rot, das ist ein Gehirnverstand, hat ein aufgespanntes Wissen. Dieses aufgespannte Wissen, egal an was du denkst, ist eine Facette deines Körpers. Ich sage immer noch, erinnere dich dran, du bist ein träumender Geist und dein Körper ist jeder Gedanke, den du denkst, ist eine kleine Zelle von deinem, ist eine Körperzelle, ein Schattenwurf von deinem Körper, von diesem symbolischen Körper. Und darum kann man den auch rot lesen. Es gibt einen roten Körper, der Geist von UB Alhim. Das ist geistig aufgespanntes oder verbundenes Wissen. Und die zwei Seiten sind ganz, ganz wichtig, dass man das sich ständig im Bewusstsein hält, dass hier das Rotlesen alles in einem nicht denkbaren Zustand, Geist zum Beispiel, Rot ist ein bewusster Geist, ist etwas, was nicht existieren kann, weil es ewig ist. Ein unbewusster Geist, das ist das Gehirn. Und das symbolisiert nur ein gewisses Programm, ein Verstand, einen gewissen Intellekt. Der Geist, in dem ist alles verbunden und dieses Waff in seinen ganzen vier Formen aufgespannt, ist etwas Abgetrenntes. Das sind diese Facetten, die in dir auftauchen, die aber nur auseinandergedachte Facetten von einem heiligen Ganzen sind. Keine alten Schöpfungen aufweisen, sondern restlos werden diese zerstört und neu gebildet. Und der Vorgang währt nur ganz kurze Zeit. Und zwar spielt sich die Zerstörung vor den Augen der Menschen ab. Doch jetzt ist aber wichtig, hier wird von Adam gesprochen, nicht von Enosch. Figuren in einem Traum erleben das nicht. Das erlebt nur der Geist, der träumt. Das sollte dir klar sein. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Niemals irgendein von dir ausgedachter Mensch, auch wenn das für dich den Eindruck hat, weil es für dich so unheimlich logisch erscheint. Das ist jetzt ungefähr so, wie wenn du jetzt an deine Augen denkst und du bist dir hundertprozentig sicher, dass diese Augen jetzt das sehen. Und da sagst du, gut, die Augen sehen nichts. Ich sage, die Augen, die du dir jetzt denkst, können so viel sehen wie eine Kamera. Ja, mein Gehirn sieht es. Du siehst es, kein anderer. Du erlebst es. Du bist der Einzige, der Schmerzen hat. Du kannst dir welche ausdenken, die Schmerzen haben, die vor dir sich im Staube wälzen. Vollkommen hundertprozentig real sinnlich wahrgenommen auf deiner VR-Brille. Glaub mir, diese Pixel auf deiner VR-Brille in deinen Augen, die Zäpfchen kriegen das überhaupt nicht mit. In ihrem großen Entsetzen achten sie nur auf sich selbst. Das heißt, sie sind in der Todesangst. Das ist jetzt diese Figuren, die du dir ausdenkst. Die achten nur auf sich selbst, aber diese Figuren können nicht auf sich selbst achten. Du merkst, es ist hier schon wieder so weltlich angepasst in dem Reden, dass das auch dieses Wissen sehr fehlerhaft ist. Es ist alles, was in dir auftaucht, ist nicht vollkommen. Aber mit Toto Feeling merkst du jetzt sofort, wenn du sehr wach bist, was muss ich mir noch dazu denken, dass das rund wird? Nur ich erlebe das jetzt, was ich denke. Ich bin der Einzige, der meine Informationen erlebt und was du erlebst, sind dann zurzeit die extrem einseitigen Interpretationen dieser fehlerhaften Logik, die du zum Interpretieren dieser Tierchen, die du Menschen nennst, inklusive denen, an denen du denkst, wenn du an dich selbst denkst, benutzt. Du interpretierst alles, was du erlebst, in Maßsitzung einer extrem fehlerhaften Logik. Nur darauf bedacht, sich zu retten. Da gibt es nichts zu retten. Du kannst einen ausgedachten Menschen, einen Gedanken, einen Menschen kannst du ja sowieso nicht sehen. Jetzt sind wir wieder beim Thema. Was ist ein Mensch? Ein Mensch ist eine ganze Lebensgeschichte. Vom Säugling bis zum Greis. Jetzt bring mir doch deine Mediziner, die versuchen, einen Körper am Leben zu erhalten. Was ihnen aber unmöglich ist. Dagegen werden die Gläubigen, die Gott vor der völligen Zerstörung entrückt, das Werk des Unterganges der alten Erde verfolgen können. Das ist die Geistesfunken, das sind übrigens nicht viele, sondern bloß einer. Das ist so im Sprachgebrauch, ich rede auch von Geistesfunken, von einer Mehrzahl. Hochinteressant, wenn du das Wort Mehr wissen, ist
UB 86 Layom, das Meer ist nichts. Was ist dann die Zahl als Ding an sich? Da haben wir jetzt erst einmal, kann man nachschauen, was das Wort Zahl im Hebräischen heißt, dann landest du hier definitiv, wenn ich dir was erzähle, bleiben wir mal ganz, ganz einfach erst einmal bei Sefer. Siehst du? Da waren wir ja schon. Das ist bekannt machen, aufzählen, berichten, verkünden, zählen. Und dann kann man hier mal die Zahl machen. Und da kommt jetzt schon den Kub. Siehst du, der ist nämlich auch als Untersystem eine Zahl mit drin. Ein Besitz an Zahl, eine Schmeichelei. Und da kommst du dann runter. Das Schicksal, mein Andal, eine Zahl, eine Affinität. Ich weiß, das wird jetzt aber wild. Das sind immer diese Rückübersetzungen. Wann landest du dann irgendwann einmal bei der Zahl als Ding an sich? Sehr interessant. Ungerade Zahl, einzelne Zahlen. All das gibt es unheimlich viel darüber zu erzählen. Dann kommt das Zeller, ist auch eine Zahl. Ein Ebenbild. Und du wirst jetzt merken in der Projektion, ich kürze das einmal ganz einfach ab, indem wir einfach uns das nochmal anschauen. Wir hebraisieren, das ist immer viel ausschlaggebender. Dann haben wir zuerst einmal das ZA. Das ist das hinaus, die Berechnung in einem Eck. Und jetzt haben wir, ich mache mal das AHL. Und dann kriegst du dein Zelt. Das Zelten, was heißt das? Das ist eine Wohnung, eine Hütte, die ständig abgebaut wird und wieder neu aufgebaut wird. Und ZL, die Radix ZL für sich alleine, heißt ja Schatten. Darum ist das Zelt, schattet dich ab. In einem gewissen Maß sitzt du im Obskuren, in der Finsternis, wenn du dich in das Zelt verkriegst, weil die Sonnenstrahlen, die angeblich von außen kommen, gar nicht in dich hineingehen. Darum ist dieses hell erscheinen, unbefleckt. Jetzt mache ich das ZL rot, das heißt, der Geburtsgeber ist Gott und die Spiegelung in einer primitiven Hütte. Ob du jetzt folgen kannst oder nicht, hängt davon ab, wie weit du die Vatersprache verstehst. Das ist im zweiten Buch Mose heißt es bei 33, 7, erkläre ich UB dir kleinen Geist, dass du selbst Jahwe bist. Kannst du ja mal nachlesen, was da genau drin steht. Denn es wird sich abspielen vor ihren Augen. Auf das Augen, B-Ecken. Nochmal Augen, haben wir zwei Möglichkeiten. Das eine ist, das hebräische Wort für Auge heißt Ayin. Das ist ein Auge. Das ist das Aussehen, das ist aber rot gelesen die Quelle. Die Quelle für deine dreidimensionale Darstellung ist, ich nenne das immer deine VR-Brille. Und du schaust nicht aus der Quelle heraus, sondern in die Quelle hinein. Das ist ein Hineinsehen. Jetzt kann ich sagen, du schaust in diese VR-Brille hinein, aber was auf der VR-Brille in Erscheinung, in den Augen, das ist dann übrigens die Im-Endung, Ein Im, das sind die zwei Augen, das sind jetzt die zwei Augenpaare und jetzt wird es interessant, was du jetzt siehst, sind deine Gedankenwelt. Pass auf, mir teilt es einfach aus in AI, das ist ein Trümmerhaufen, das ist ein Augenblick deines Intellekts, der augenblickliche Intellekt erzeugt eine Ruine, Trümmerhaufen, eine Steinhaufe, raumzeitliche Erscheinung ein, wird in dir aufgeschmissen, es ist ein Wellenberg und dieser Trümmerhaufen, diese Steinhaufe ist eigentlich ein Augenblick. Dasselbe Wort haben wir dann ja auch hier, wenn du die Welle selber nimmst. Gall ist ja nicht nur Welle, das hast du ja auch Trümmerhaufen. Das ist dieses, denk einfach dir Wellenberg und Wellental auf der Meeresoberfläche. Das sind diese Wogen, die Wellen, WL, auseinandergeschmissen. Das ist das Teilchen-Wellenphänomen. Tust du nur einen Wellenberg anfokussieren oder meinst du die ganze Welle? Aber diese Teilchen sind eine Illusion, eine reine Illusion, vor allem die Elementarteilchen. Und wir haben in den Ayin, erinnere dich, wir brauchen hin jetzt noch das Nim. Und was heißt das? Olga? Zahl, Zelt hätte ich gewusst, aber Nim weiß ich nicht. Das ist schlafend. Dösen, schlummern, ja. Leicht schlafen und etwas vor sich hinträumen. Das heißt hier der Trümmerhaufen. In dem Augenblick, jeden Augenblick, du schläfst, das ist das auf der VR-Brille. Das sind deine Schattenerscheinungen. Da, jetzt braucht er wieder ein bisschen.
Soll offensichtlich jetzt nicht sein. Jetzt ist er da. Eine Schattenerscheinung. Die Geburt einer physikalischen Lichterscheinung basiert Zell. Das Zelt. Ich habe jetzt nur die Konsonante Radix. Du hast Schatten. Du siehst Abschattungen. Im Atbasch übrigens sieht es Yahweh. Machen wir dann ein bisschen weiter. Die Macht und Herrlichkeit Gottes offenbar werde. Doch die Entstehung der neuen Erde bleibt ihren Augen verborgen. Denn so sie von Gott, dieser neuen Erde, zugeführt werden, sind alle Schöpfungen schon bestehend. Alles, was prinzipiell auftauchen kann in einem Computer, ist schon in dem Computer, auf der Festplatte, im tiefsten Innern. Ich sage immer, im Internet ist es alles eins, das sind nur Schichtungen. Und erst wenn du was in den Arbeitsspeicher rein tust, kannst du das dann auch auf deiner VR-Brille verwirklichen. Es ist wirklich ein Video. Du spielst zurzeit ein Videospiel, hast einen Joystick in der Hand und hast vollkommen vergessen, wer du bist, weil du dich mit diesem Brösel verwechselst, wo du glaubst, du schaust aus diesen Augen heraus. Und den Augen der Gläubigen bietet sich ein vielseitiges Bild. Völlig unbekannte Schöpfungen, herrlich anzusehen und in ihrer Zweckmäßigkeit alles übertreffend. Und immer daran denken, das Wort Schöpfer, Shin, Öpfer, macht die zwei Bündchen drüber weg und dann hast du die Opfer. Du musst für jede logische Berechnung, die in dir auftaucht, musst du die bestehende opfern, das ist ein neues Bild. Du musst jeden Gedanken opfern für einen neuen Gedanken. Was die alte Erde an Schöpfungen bietet. Die Zeitdauer des Entstehens dieser Schöpfungen aber können die Menschen auf der neuen Erde nicht ermessen. Denn für die Zeit des Verweilens nach der Entrückung ist den Menschen jeglicher Zeitbegriff genommen. Jeglicher Zeitbegriff ist in dir genommen in dem Moment, wo du mit Lichtgeschwindigkeit denkst. Das erklärt jetzt die Religion der Naturwissenschaft, wenn man wirklich den Einstein die Formeln verstanden hat, was nicht einmal ein Einstein verstanden hat. Dieses Programm kann prinzipiell nichts verstehen. Und da ist eigentlich hier was eingespielt worden und er konnte damit nichts anfangen. Ich muss jetzt in einer raumzeitlichen Form reden. Ich wehre mich dagegen, zu glauben, dass der Mond nicht am Himmel oben ist, wenn ich nicht hinschaue. Er war hartnäckig. Und dann wiederholst du so lange, bis das verstanden ist. Darum sage ich, ich habe als Einstein viele Fehler gemacht, die ich jetzt mit den Ohrenbohrungen richtigstellen will. Dass, wenn du streng arithmetisch siehst, Buch 8 lesen, 8 Ohrenbohrungen, ganz populärwissenschaftlich einfach, ohne Formeln, ohne dass man darüber diskutieren kann, beweist diese spezielle Relativitätstheorie, dass außerhalb deines roten Kopfes, außerhalb dieses Punktes gar nicht existieren kann. Da muss ich aber zuerst einmal wissen, dass meine Vorstellung von Licht, dass da irgendwelche Wellen oder Teilchen sich durch einen dreidimensionalen Raum bewegen, den ich um mich herum ausdenke, das ist das größte Dogma, das es überhaupt gibt, ist der Bruch des ersten und des zweiten Gebotes. Und wie gesagt, ich rede hier nicht von einer Religion im klassischen Sinne. Und dann gibt es, der Zeitbegriff wird für dich ein ewiges Jetzt, eine Transversale und Licht, dein geistiges Licht, was wir uns jetzt noch ausdenken, da gibt es viele Selbstgespräche drüber, muss man sich halt zigfach anhören. Wenn du willst, 1000 Jahre kannst du dir das anhören, bis es plötzlich Heuriger in dir macht und du im Nachhinein jetzt feststellen wirst, dass du fassungslos wirst, wieso du so viele Jahre, so viele tausende Wiederholungen für etwas gebraucht hast, was sofort auf der Stelle offensichtlich ist. Was ist die Ursache? Weil du das, was hundertprozentig sicher ist, nicht wahrhaben willst. Für dich ist das, was dir logisch erscheint, dieses Dogma, ist für dich richtiger wie das, was du überprüfen kannst. Und ebenso wird ihnen auf der neuen Erde anfänglich der Zeitbegriff fehlen. Der fällt dir vollkommen, weil es bloß noch jetzt gibt. Es ist doch das Einfachste der Welt, dass egal, was ich jetzt denke, denke ich jetzt. Egal, was ich wahrnehme, nehme ich jetzt wahr. Ich kann mir das räumlich oder zeitlich woanders hindenken, aber es ist trotzdem hier und jetzt von mir gedacht und wahrgenommen. Das ist hundertprozentig sicher. Das ist ein Faktum, eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Wenn ich immer und immer wiederhole, du bist nicht in der Lage, dass du jetzt denk an deinen Körper und jetzt versuch einmal in einer Minute aufzustehen, wenn du jetzt sitzt. Oder versuch dich in einer Minute hinzusetzen, wenn du jetzt stehst. Dann denkst du das jetzt, aber wenn es passiert, der Moment, wo dein Hintern den Sitz verlässt, alles nur Gedanken, passiert jetzt. Und jetzt denken wir uns an Jesus, der jetzt den ersten Schlag eines Nagels in die rechte Hand kriegt. War das in der Vergangenheit? Wie das war das auch jetzt für mich.
aber nur in einem Traum. Ich bin aus dem Albtraum wach geworden, weil ich nicht davon gelaufen bin. Das ist das, wo man dann sagt, die Auflösung, wenn ich stirb, bevor er stirbt. Da die Menschen schon einen hohen Reifegrad besitzen und dies zur Folge hat, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für sie nur ein Begriff ist. So merkst du das, was das ist? Das ist Holofeeling. So lange. Es sind Worte. Es sind Worte, die wieder höre vorher den Renz, die eine Bedeutung kriegen. Ich habe gerade bei dem Wort Zukunft noch gesagt, da müssen wir zuerst einmal das Wort künftig, wo das Wort Zukunft überhaupt herkommt. Jetzt könnte ich wieder sagen, lass uns, wenn du willst, können wir uns einen, zwei Tage nur über das Wort Zukunft unterhalten. Wir kommen vom Hundertste ins Tausendste und du wirst aus dieser Logik nicht herauskommen. Ganz simpel reduziert sich das immer auf dieses einfache Holofeeling. Eine Zeit, sagst du mal, Zeit ist schlichtweg und einfach ein Zeitpunkt, die kommen wird. Jetzt schau dir das einmal an. Die, das heißt, sagst du mal, Tod, in einem gewissen Maß, Dei, Co heißt zusammen 2 mm. Wellenberg, Wellendorf sind 2 mm, die eine einzige Existenz werden. Das ist eine Gedankenbewegung. Drum ist Wasser, ist Mem im. Wir öffnen einen Zeitraum. Da steht aber eigentlich, die Zeit ist ein Traum. Siehst du das? Zi ist ein Traum. Wir öffnen einen Traum. Die Geburt eines Trümmerhaufens. Das Ei haben wir gerade gehabt. Nach heißt ruhen, nach dem gegenwärtigen Zeitpunkt. Das heißt, wir öffnen jetzt eine Vorstellung, die wir uns in die Zukunft denken, im gegenwärtigen Zeitpunkt. In dem Punkt, wo wir es jetzt denken, jetzt, jetzt, jetzt. Drum ist dieses in Zukunft nun, heißt zwei Existenzen, sind ein Fundament. Ken, F unter, ist eine Welle. Das ist die Basis, das heißt übrigens, worauf man tritt, rechter Fuß, linker Fuß, bin ich oft gegangen, das ist eigentlich die Basis, ist die Grundlage. LH heißt Licht alternieren, H heißt alternieren, F unter, das ist die Welle, das ist die Grundlage. Und jetzt kriegst du auf etwas richten, du fängst an, B im Spiegel bereit zu sein und jetzt richtig zielen, du zielst jetzt auf irgendetwas. Das heißt, du machst eine Blickrichtung in diesem System. Die Menschen wieder materieller einstellen. Und aber wir können da übrigens, entschuldigen, wir sagen, künftig die Entwicklung, die Zeit. Interessant, dieses Wort wirst du jetzt feststellen, die Zukunft, dass hier eigentlich die eigentliche Grundlage, das ist ein Riesenschwall der Etymologie da, kommen, Kunft, Abkunft, Ankunft, Auskunft, kommt immer die Grundrate, das ist das erste Mal Co-MM. Beziehungsweise komm, zusammengeschmissenes Mensch-Denken, zusammengeschmissenes Denken in einem Punkt. Deine Zukunft ist dieser Punkt des ewigen Hier und Jetzt. Darum sage ich nochmal, wenn du mich fragst, wie lange dauert es noch, bis ich das verstehe, soll ich, solange du meinst, dass das in der Zukunft von dir verstanden wird, wirst du es nie verstehen. Wenn du es verstehst, verstehst du es jetzt. Das ist ein Film-Selbstgespräch. Entweder hast du es jetzt verstanden oder du wirst es nie verstehen. Und du wirst es nie verstehen, wenn du glaubst, deine Erleuchtung oder dein Erwachen oder deine Auflösung passiert in der Zukunft. Weil du ja felsenfest davon überzeugt bist, dass dein Körper, dein Gehirn die ganze Zeit da ist, auch wenn du nicht dran denkst. Das löst sich immer jetzt auf. Das Problem ist, dass das immer wieder auftaucht, weil du dein Programm nicht veränderst. Sich einem Ort nähern. Das Ort ist der Wort. Das Wort, der doppelt aufgespannte Ort und der eigentliche Ort ist dieser Punkt in der Mitte zwischen oben und unten, zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen irgendwo anders. Sich von einem Ort hierher und jetzt immer dran denken, dieses Wort hier. Die Quintessenz ist das heilige Göttliche. Das ist die Hieroglyphe. Die Worte, die hier, die die göttlichen Zeichen, da gibt es kein Heim, das wird hier ausgesprochen. Das ist dann das Opfer. Wir sind wieder beim Schöpfer. Das ist hier, das Opfer ist festkündigt, da kommen wir jetzt hier zum Ha-Ab, der Vater und seine Ich-Spiegelungen. Und das Ganze ist im logischen Reihen, im Reih, im Spiegel. Und dann landest du irgendwann einmal hier, wenn wir dann weitergehen. Akzeptanz, ne? Nun zade, zade nun.
Naja. Jetzt kommen wir zu der Hiero. Siehst du, die Hieroglyphe, da haben wir das Ihr. Hiero ist kreisend. Das O ist ein Kreisen von Gall, von Gedankenwellen. Das sind die Glyphen. Und das ist das Heilige, das Göttliche. Das erklärt ihr. In allen Sprachen, in allen Schriftzeichen, alles ist hier perfekt in einer göttlichen Anordnung. Von Gott angeordnet. Und der Schöpfer, der Opferpriester, ist der Schöpferpriester. Priester heißt die Frucht, in der ich mich versteckt habe. Und das bist du, Geistesfunk. Und du wirst irgendwann einmal, wie ich, einen Opfertod für unser Vaterland erleiden müssen. Ganz bewusst. Und dadurch auch wieder dem Gesetz von Zeit und Raum unterliegen. Und so ist die neue Erde in ihrem Entstehen völlig den Blicken der Menschen entzogen. Doch auf geistigem Wege wird die ihnen... Jenosch, die von dir ausgedachten Menschen sehen sowieso nichts. Jeller einstellen. Und dadurch auch wieder dem Gesetz von Zeit und Raum unterliegen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für sie nur ein Begriff ist. So lange, bis sich die Menschen wieder materieller einstellen. Und dadurch auch wieder dem Gesetz von Zeit und Raum unterliegen. Das, was hier bedeutet, darum bin ich nochmal zurückgegangen, dass du den Punkt hast, dass du im absoluten Jetzt bist. Das ist, du schiebst dieses jetzige Leben ins Bücherregal und dann bist du für einen kleinen Moment, kein Moment mehr, sondern der Punkt, aus dem dieses Moment, dieser Fehler entspringt. Du bist wieder die Heiligkeit, die ewig ist. Und dann nimmst du das nächste Buch in die Hand, spitzt das nächste Leben und dann bist du wieder Raum und Zeit unterworfen. Und so ist die neue Erde in ihrem Entstehen, das neue erweckte Wissen, völlig den Blicken der Menschen entzogen. Doch auf geistigem Wege wird ihnen die Erklärung zuteil. Und sie können daraus jederzeit das Wichtigste der göttlichen Lehre entnehmen. Wie ich dick. Ich muss wirklich, das war ich jetzt da ein bisschen nochmal zurück war, dass du es merkst, das ist ein Übergang. Und jetzt ist es in Ich Bin Du, gibt es dazu hier eine Buch, eine Schrift, wo ich ganz klar sage, es ist ein großer Unterschied, ob du wiedergeboren wirst, inkarnierst oder wieder auferstehst. Der Unterschied ist, dass du in beiden Fällen inkarnierst. Inkarnation heißt im Fleisch geboren werden. Das ist in der göttlichen Botschaft, nehme hin, das ist mein Fleisch. Der Unterschied besteht darin, dass wenn du wieder auferstehst, bist du wie ein Schauspieler auf einer Rolle. Das heißt, du vergisst nicht, wer du bist, während du die Rolle spielst. Dass ich nochmals auch ein Schauspieler, der den Faust, den Hamlet oder sonst wen spielt, den Hannibal Lecter spielt. Dieser Schauspieler wird sich nie mit seiner Rolle verwechseln. Das ist eine Wiederauferstehung in einer Traumwelt. Wenn du wiedergeboren wirst, dann bist du vollkommen, verwechselst du dich mit den Brösel. Ja. Und genau das wird hier beschrieben. Genau dieser Übergang wird hier beschrieben, wenn du genau aufpasst. Da ist erst einmal Raum und Zeit weg und dann wirst du wieder eine neue Erde aufbauen, wieder mit einer neuen Logik, eine neue Geschichte dir ausdenken, Mittelalter oder ich sage, das ist immer jetzt, Captain in einem Raumschiff 2040 oder im Mittelalter oder irgendwie im alten Griechenland oder was auch immer du willst. Und die Frage ist, träumst du jetzt bewusst und beobachtest es wie ein Kinofilm, mit dem, wo du live mitspielen kannst, oder bist du voll in der Vergessenheit und versuchst schon wieder dein Leben zu retten? Wie aber auch andererseits diese den Menschen selbst vermittelt wird, auf direktem Wege. Denn Gott wird mitten unter den Menschen weilen, die ihn lieben, weil sie sich selbst zur Liebe gestaltet haben. Und Gott selbst, wie auch seine lichten Engel, die Menschen auf der neuen Erde belehret. Und so weilet das Urlicht mitten unter den Seinen und teilet Licht aus an alle, die dessen würdig sind. Amen. So, und du bist es, du bist dessen würdig, aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt mit Holofeeling in dir aufgetaucht bin. Und ich kann immer wieder nur dazu sagen, es geht hier in keinster Weise um irgendeine Person. Weder um den, an den du dich jetzt, an den du denkst, wenn du an dich selber denkst. Es ist einfach nur ein Gedanke. Es geht hier nicht um bestimmte Gedanken, sondern um die Quelle, aus der die Gedanken entspringen. Und da brauchen wir diese zwei Schichten. Und auch, es geht in keinster Weise um einen Udo Petscher. Du kannst dann uns eintreten, es ist ein Gedanke. Du musst wissen, was du bist. Das ist das, was jetzt hier ein Karl macht. Das geht nicht um einen Meister und einen Schüler. Hast du schon die Größe? Und immer dran denken, das Groß-E. Geh, Ross,
Das geistige Ross, Ross ist Rosh, Beroshit, inmitten dieses Kopfes, inmitten dieses Geistes werden Himmel und Erde erschaffen. Und zwar genauso, wie du dir das mit einer geistlos nachgeäfften Logik ausdenkst. Macht Sinn, oder? Wenn du die Reife hast. Und das Prinzip musst du nicht wissen. Das ist, um einen Karl jetzt wieder zu nennen, davon weiß ein Karl überhaupt nichts. Was er weiß, ist das Einzige, was wie wichtig ist. Er weiß, was er ist und was seine Gedanken sind. Er ist durch diesen Sterbeprozess gegangen und jetzt hat er dieses Bewusstsein. Das, was Mann, was Geist ist, kann man nicht sein. Sein in Bezug auf Existieren. Man kann es aber auch nicht nicht sein. Sein in Bezug auf Essein, Bewusstsein ist nicht existierend. Das Nicht-Existierende braucht nämlich was Existierendes. Ja. Dass wir uns ein Nicht-Existierendes denken können, ich setze für Nicht-Existierend einfach mal den Begriff träumender Geist. Ein träumender Geist macht keinen Sinn, wenn er nicht träumt. Was ist ein träumender Geist? Wenn er nicht träumt, dann ist er schlichtweg und einfach ein Gedanke von einem Wirklicht, ein Geist, der sich jetzt an träumenden Geist ausdenkt. Aber was denkt dieser Geist, wenn er an einen träumenden Geist denkt? Sagst du mal die Worte träumender Geist, aber was wir vorstellen, willst du dann aufbauen? Einen, der da liegt und schläft, das ist kein träumender Geist, das ist einfach nur ein Affe, der da liegt und schläft. Wo du dir denkst, dass der in seinem Kopf was erlebt, was nur aus ihm selbst kommen kann. So, das bist du. Aber nicht der Gedanke, der da liegt, sondern du bist der, der in seinem roten Kopf was erlebt, was nur aus ihm selbst, aus dem tiefsten Innern selber entspringen kann. Das ist das, was ich immer wieder wiederhole. Kein Eso-Geschwätz. Erheb dich über jegliche Form von Dogmatik, ob das esoterische Dogmatik ist, all die ganzen. Sei doch einfach mal selbst ehrlich. Ich sage immer wieder, schau in dich rein und schau wirklich, was du glaubst. Mach dir bewusst, was du glaubst und dann frag dich, warum du das glaubst. Warum dir das logisch erscheint. Kannst du es überprüfen? Kannst du es beschwören? Kannst du beschwören, dass du Chakren in dir drin hast? Selbstverständlich kann ich das jetzt beschwören, weil ich denke jetzt an Chakren. Achte genau auf meine Worte. Ich kann jetzt beschwören, dass ich jetzt Chakren in mir drin habe. Immer daran denken, ich bin jetzt du. Du hast die in dir drin. Nicht der Udo, den du dir ausdenkst. Du kannst jetzt an Udo ausdenken und in den seinen Kopf dir Chakren reindenken. Aber die Chakren in Udo seinem Kopf sind das dann mal nur deshalb, weil du dir den Kopf vom Udo ausdenkst, der in dir drin ist. Und dann müssen ja die Chakren in den Udo seinen Kopf, die du dir jetzt in diese Kiste hineindenkst, das dann mal in deiner Kiste drin sein. Kann ich beschwören, dass in meinem Gehirn der Geist drin ist? Das ist, du wirst irgendwann merken, wie sinnlos das ist. Oder zu sagen, Geist gibt es nicht, der klassische Materialismus. Geist ist, was ist im Laufe der Jahrmilliarden entstanden. Übrigens, wenn wir uns hier unseren Physiker nochmal anhören, der hier sagt, so ein Blödsinn, es ist doch nur wirklich wahr, was man beweisen kann, was belegt ist und dass die einen Gott machen, der Menschen erschaffen hat, hier, und das ist jetzt wurscht, ob es der Koran ist oder irgendwas anderes, das sind doch alles nur geistlos nachgeäffte Hirngespinste. Wir Wissenschaftler können ja beweisen, dass die Erde nicht von einem Gott erschaffen wurde, den wir uns ausdenken, das ist Menschengespinst. Sondern die Erde ist aus Sternenstaub entstanden. Schreibt er in einem der Videos, hört ihr die Videos an. Die Erde ist aus Sternenstaub entstanden und der Sternenstaub kommt aus dem Urknall. Und das ist für ihn bewiesen, weil es für ihn logisch ist. Die Eigenart, was du zu erkennen hast, dass alles, was dir logisch erscheint, ist für dich richtig. Aber was richtig ist, ist nicht verkehrt. Und wenn du nicht beides hast, kommst du nicht in die Mitte. Wo du eigentlich schon immer bist. Und jetzt kommt das schöne deutsch übrig. Das heißt, ich kann dich nicht wohin führen, wo du die ganze Zeit bist. Ich kann dich bloß dran wieder erinnern. Eine Erinnerung heißt ein Erwecken in deinem Innern. Das Deutsche ist absolut präzise in Verbindung mit Ivri. Das ist das große Geheimnis. Und alle anderen Sprachen der Welt sind nur Untersysteme. Das wird jetzt natürlich viele nicht groß interessieren. Oder wenn du jetzt wieder ein logisches Programm hast, dass du Araber bist, du meinst immer, dein Glaube ist der richtigste. Und ich sage, das ist das große Problem. Und alle anderen stimmen nicht oder erscheinen die unlogisch. Niemals einfach für Glauben verschiedene Betriebssysteme oder verschiedene Computerprogramme. Dir wird immer nur das richtig erscheinen, was dir logisch erscheint. Und du müsstest jetzt nur einen kleinen Satz akzeptieren, erkennen.
Nämlich jede Logik, die einer anderen Logik im Widerspruch zu einer anderen Logik steht, muss zwangsläufig unvollkommen sein. Wenn ich eine absolut vollkommene Logik habe, dann ist für mich jede Logik logisch, aber immer nur ein bisschen, bis du die absolute Logik hast. Und so ein Holofilling ist auch nicht richtig, weil wenn es richtig wäre, wäre es nicht verkehrt. Dann urteilst du schon wieder, wenn du meinst, da stimmt irgendwas nicht. Das wirst du von mir nie hören. Du wirst da nie hören, dass irgendein Gedanke, der in dir auftaucht, nicht wichtig wäre. Wie ich dick in dem Zentrum, in diesem Mittelpunkt, in dem sich immer alles befindet. Und dann sind auch plötzlich Osterhaupen vollkommen existierende Wesen in Form eines Gedankens. Weil Osterhasen, wenn ich sage, Osterhasen existieren nicht, ist doch ein Blödsinn. In dem Moment, wo ich an Osterhasen denke, existiert doch der Gedanke an einen Osterhasen. Jetzt mischt sich der Materialismus wieder ein, weil er ganz genau definiert, was unabhängig von dir da außen existiert, bestimmt die Logik, die du zum Denken benutzt. Dann sage ich wieder, zeig mir Wassermoleküle. Die existieren natürlich jetzt als eine Vorstellung. Aber könntest du dir auch ein Wassermolekül ausdenken, wenn du das nicht auf deinem Programm hättest? Und wenn du das zweite Gebot hast, stellt sich die Frage nicht, was da außen ist, weil es ist immer nur das, was hier und jetzt die Information ist. Die kannst du zuerst einladen in eine feinstoffliche Information, sprich in einen Gedanken, den du entweder bewusst selbst jetzt denkst oder der einfach in dir auftaucht, wie aus dem Nichts. Reizauslöser nenne ich das. Und ziemlich wahrgenommenen Informationen, für die gilt dasselbe. Es kann plötzlich ein Geräusch auftauchen, ein Klingelingeling. Da kommen aber keine Schallwellen von außen. Zeig mir die Schallwellen. Zeig mir Licht. Zeig mir Wind. Schon diese Erkenntnis alleine, ein tiefgläubiger Materialist bezweifelt nicht, dass da außen Licht sind. Zeig es mir einfach. Und du wirst feststellen, es sind alles vollkommen logische Interpretationen. So wenig, wie du jetzt Menschen siehst. Da sind jetzt keine Menschen vor dir. Schau einfach, was da ist. Cut. Es ist hundertprozentig sicher ein Monitor, flackernde Lämpchen, keine Bewegung, der Finger bewegt sich nicht. Zeig mir, was sich jetzt bewegt. Das Hören und als logischer Ansehen, so wie ich jetzt das auch sage, du wirst mir nicht widersprechen können, aber keiner einzigen Aussage, wenn du wirklich aufmerksam zuhörst, bleibe ich auf den Gleisen deiner Logik. Ich will ja von dir verstanden werden. Aber du wirst feststellen, dass sobald das Gespräch zu Ende ist und das Telefon klingelt, irgendeine Botschaft kommt, hast du das alles wieder vergessen. Und sobald du das nächste Fußballspiel, wenn du Fußballfan bist, anschaust auf dem Fernseher, hast du das alles vergessen. Dann laufen da Menschen rum und die sind da außen und es wurde in der Vergangenheit aufgenommen. Dieses Ding im Hintergrund ist extrem hartnäckig. Das ist dein Haar. Dieses Programm erzeugt dein jetziges Leben und wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, kriegst du von mir ein vollkommen neues. Du selbst als Brösel, das ist das Schöne, musst nichts tun. Ich sage, lebe dein Leben ganz normal weiter, so wie du dich selber durch diese Traumwelt steuerst, steuere ich dich, weil jeden Fehler, mein Golfballbeispiel, wenn du nicht richtig steuerst, dass du meine Gebote blickst, muss ich halt öfter auf dich draufhauen. Das sind dann die Schicksalsschläge. Und da ist kein anderer schuld, außer du selbst. Lang nicht auf eine heiße Herdplatte, sagt der Papa zu dir. Er sagt nicht, dass die Herdplatte schlecht ist oder böse ist. Ein altes Kinderbeispiel von mir. Der Kleine rennt hin und lang natürlich drauf, weil er nicht hören kann. Und wer nicht hören kann, muss fühlen. Er findet bis in alle Ewigkeit. Und ich sage, mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde und mach dir kein Bild von dir selbst. Solange du eine klare Vorstellung von dir selbst hast, wirst du leiden, weil du versuchst, etwas am Leben zu halten, das immer nur dann existiert, wenn du dran denkst. Ich spreche jetzt ganz bewusst von deinem Körper. Aber wenn du nicht an deinen Körper denkst, ist trotzdem noch du selbst da, nämlich das große blaue Ich, das Programm. Das ist auch dann da, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Und das meine ich, das musst du opfern. Dann hat sich das mit den Körpern, den du jetzt aufgrund deines Programms denkst, sowieso erübrigt. Ja. Ein anderes Programm, eine neue Logik ist wie ein neues Leben. Mhm. So, das muss dir mal gesagt werden. Jetzt haben wir wieder Patch.